Hallo meine lieben YouTuber und Abonnenten und natürlich Film- und Serienfans. Heute habe ich mal wieder eine Serie für euch. Und zwar House of Cards, die erste und zweite Staffel. Ich glaube, das ist Amazon-exklusiv. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich es bei Amazon bestellt. Es war in einem Blitzangebot. Und ich habe es für 40 Euro gekauft. Für zwei Staffeln, je Staffel 20 Euro und ist auf Blu-ray. Ist es gut und vor allem die Edition schaut auch sehr geil aus. Packen wir mal das gute Stück aus. Genau. Ja, wie gesagt, war im Amazon Blitzangebot momentan. Ich weiß nicht, weil ich jetzt das Video hochlade, aber momentan ist ja der Cyber Monday bei Amazon. Und ja, da habe ich mir gedacht, ja, hole ich mir jetzt diese Staffel. Also diese Serie. Und ja. Ja, ich bin ja mal gespannt auf die Serie. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Box. Die Box hat ein FSK-Logo vorne drauf, das man abmachen kann. Nehme ich mal kurz die Box weg, damit ich es auch leicht abkriege. Ja, wie gesagt, die Serie, ich habe die mal nur kurz auf im TV mal ganz kurz gesehen und sah nicht schlecht aus. Eine politische Serie, weiß ich nicht, ob mir das zusagt, das werde ich dann schon sehen. Weil auch war ich ja sehr skeptisch von Breaking Bad und hat mir das doch richtig gut gefallen. Breaking Bad. Und ja. Ist der jetzt ein bisschen ein Stück abgegangen oder? Keine Ahnung. Dieser blöde Kleber muss ich nachher noch irgendwie wegfummeln. Aber sonst ist die Box echt schick gemacht. Hinten sind die ganzen Infos. Und zwar geht die erste Staffel 674 Minuten und die zweite 663 Minuten. Also satte, ja, 11 Stunden. Das heißt 22 Stunden mal wieder ein Vergnügen einer Serie. Dann machen wir mal hier auf. Der Karton ist recht stabil. Hätte ich nicht gedacht. Fällt mir. Und es sind ja so schöne Digipacks von House of Cards. Ja, habe ich richtig ausgesprochen. Und die sehen auch sehr schön aus. Und auch recht stabil. Hat man selten sowas. Aber dass die so rauskommen, wundert mich gerade ein bisschen. Zeige ich euch mal das Digipack. Oh, so haben sie das gemacht mit dem Disc. Das sieht auch ganz geil aus. Ja, viel Spaß. Wenn ihr den Code gesetzt, mir egal. Ich nutze es eh nicht. Und das haben sie echt geil gemacht. So, tue ich mal das so durch die Kamera. Das sieht echt gut aus. Dann drehen wir das nochmal um. Ich habe die Darstellerin, glaube ich, schon mal gesehen. Also die hier. Ich glaube, die habe ich jetzt erst bei einer Serie gesehen, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Und zwar American Horror Story, wenn mich nicht ganz täusche. Ja, es ist ganz geil gemacht. Mit diesem Disc, die kann man so... Oh, das ist ein bisschen auch schwer. Die kann man hier so rausnehmen. Viele werden sich wahrscheinlich wieder beschweren, da geht die Disc kaputt. Aber bis eine Blu-ray kaputt geht, da muss man schon einiges machen. Und ja, das haben sie geil gemacht. Also es gefällt mir richtig gut. Habe ich es, glaube ich, falsch zugemacht. So gehört das, oder? Nee, hä? Ah, doch, jetzt richtig. So ist richtig. Alter, kommt jetzt wieder rein. Zack. Und das machen wir auch wieder rein. Wenn es reingehen würde. So. Dann natürlich die zweite Staffel. Geht natürlich auch wieder so raus. Zeige ich es euch natürlich. Schaut auch sehr gut aus. Gefällt mir.
Und ja, wenn mir die Serien zwar wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, das, was ich gesehen habe, sah interessant aus, aber ob es mir gefällt, ist wieder eine andere Sache. Ich werde es wahrscheinlich so reinmachen, in der Reihenfolge, so wie es im Regal eigentlich hingehört. Ist halt eine andere Sache, ob es mir gefällt. Das werde ich dann sehen. Aber die Box ist halt sehr schick und für 40 Euro eine Staffel, also zwei Staffeln für 40 Euro, also 20 Euro die Staffel, es geht. Boah, zwar kostet die erste, habe ich bei Amazon bei den Blitzangeboten gehabt, für 16 oder das ist 18, ich weiß es gar nicht mehr. Aber hätte ich die dann einzeln gekauft, hätte es mich, glaube ich, um die 5 Euro vielleicht nur mehr gekostet. Und so habe ich jetzt auch noch einen schönen Schuber, der jetzt ein bisschen verklebt ist, aber das kriege ich schon weg. Jeder geht schon hier weg. Und ja, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Mal wieder was anderes, aber auch mal wieder ein Digipack, was mir auch gefällt. Also, bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Bye, bye.